Hallo, meine lieben Zuschauer. Heute zeige ich euch mal ein Autofokus-Hilfslicht, beziehungsweise mal einen Versuch, den ich da mit gemacht habe. Und zwar habe ich ein Yongnuo YN622C-TX. Das ist ein Funkfernauslöser für Canon-Kameras. Den habe ich hier im Einsatzgrad und den habe ich auf der Kamera montiert. Und wenn ich hier auf den, also ich habe hier im Moment noch einen manuellen Auslöseknopf. Wenn ich da drauf drücke, sieht man schon recht deutlich, dass der hier so ein rotes Muster projiziert. Und umgekehrt an der Kamera habe ich jetzt mal das Autofokus-Hilfslicht, schalte ich jetzt mal ein und versuche jetzt hier gegen die blanke Fläche der Decke zu fokussieren. Das Autofokus-Hilfslicht benutzt er jetzt gar nicht, weil es ist ihm zu hell. Ich kann es mal, ja, also das mag er hier jetzt einfach nicht. Ich kann mal versuchen, das Objektiv ein bisschen abzudunkeln. Ja, da benutzt das dann, aber ja. Also ich krieg das hier, der Punkt ist, ich krieg es hier nicht scharf gestellt. Ja. Und ich mache jetzt das Autofokus-Hilfslicht von der Kamera, mache ich jetzt mal wieder aus. Und jetzt benutze ich den Yongnuo Musterprojektion. Zack, und scharf ist die Geschichte. Ja. Dann die meisten kennen das vielleicht noch, die im Dunkeln fotografieren. Wenn man noch reinzoomt, was ich jetzt mal mache, ja, zack, scharf gestellt und Foto. Ja. Also gerade wenn man reinzoomt, ist das Verhalten eigentlich mit dem Scharfstellen noch schlimmer. Also hier sieht man jetzt das ganze Ding. Das ist ein normaler Funkfernauslöser. Und die unten im Bild habe ich die PC-Sync-Buchse, mit der man normalerweise Studioblitze anschließen kann. Die habe ich rausgebaut und habe dafür so einen kleinen Taster eingebaut, mit dem man im Endeffekt das Autofokus-Hilfslicht manuell einschalten kann, weil ich habe ja nicht die entsprechende Kamera, auf die das Ding passt. So sieht das ganze Ding aus, wenn es auf der Kamera drauf gesteckt ist. Damit hat man quasi die gleiche Flucht von dem Licht wie die Kamera. Richtung, hier habe ich das Ganze dann mal eingeschaltet. Da sieht man, die Projektion findet also genau in Richtung Objektiv statt, wie das auch sein soll. Man hält schön projiziert dieses rote Muster. Im Moment leider mit dem manuellen Knopfdruck. Gibt es im Endeffekt noch nur die Möglichkeit, so wie ich das sehe, das über ein USB-Kabel an der Kamera abzugreifen, dieses Signal, wobei man dann zusätzlich noch eine Elektronik basteln müsste, weil das Signal erst umgewandelt werden muss, dass es passt. Ja, also das heißt, Bastelarbeit erforderlich. Das andere Problem ist, dass ich halt hier nicht gleichzeitig jetzt den Blitz montieren kann, weil das Gerät ja jetzt im Endeffekt den Blitzschuh belegt und ich brauche ja irgendwie eine Befestigungsmöglichkeit. Ja, von daher werde ich wahrscheinlich den Weg gehen, dass ich dieses Hilfslicht selbst aus dem Yongnuo Funkfernauslöser jetzt ausbauen werde und wenn die nächsten Tage, wenn der DHL-Streik hoffentlich endlich vorbei ist und das Gerät kommt, das ist ein alter Blitz, mit dem ich das mal ausprobiere, dann baue ich dieses AF-Hilfslicht eben direkt in den Blitz rein. Da werde ich wahrscheinlich mal ein bisschen Loch bohren
und dann dieses USB-Kabel noch dazu installieren und bekomme das dann hoffentlich hin, dass ich praktisch ein Komplettgerät habe, was beim Runterdrücken der Auslösetaste dann eben das Hilfslicht mir projiziert. Hier sieht man auch sehr schön, dass es auch bei absoluter Dunkelheit funktioniert. Ich bin dazu mal in den Keller runtergegangen, habe wirklich eine Menge Aufnahmen gemacht und die Erfolgsquote, was die Fokussierung betrifft, ist deutlich höher als wie mit dem eingebauten AF-Hilfslicht. Dazu kommt noch auch, dass Fokussieren auf den glatten Flächen möglich ist. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, warum Sony das nicht schafft, in den Blitz so ein Hilfslicht einzubauen oder warum nicht gleich in die Kamera, wobei man da ja immer das Problem hat, dass das Autofokus-Hilfslicht sich hinter dem Objektiv versteckt. Ich meine, man könnte es natürlich auch in der Kamera so einbauen, dass es ein bisschen mehr Abstand hat, wie jetzt in der Alpha 7.1. In der Alpha 7.2 hat man auch wieder den gleichen Fehler gemacht, hat es wieder näher an das Objektiv herangerückt. Also, liebe Sony-Ingenieure, wenn ihr Hilfe braucht beim Autofokus-Hilfslicht für die spiegellosen Kameras, dann meldet euch bei mir. Ich unterstütze euch da gern, wenn ihr das nicht alleine hinkriegt. Ansonsten hoffe ich, dass ich meinen Zuschauern ein bisschen eine Anregung geben konnte, wo der Hase im Pfeffer liegt, beziehungsweise an alle Bastler, die sich da ein bisschen betätigen wollen. Ich nehme auch gern noch Tipps unter dem Video entgegen, beziehungsweise tausche mich da aus. Oder wenn da jemand noch sich beteiligen will an einem Bastelprojekt. Ansonsten dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren für normalerweise leichter umzusetzende Tutorials in Sachen Fotografie und Bildbearbeitung. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, um weitere Themen in Sachen Fotografie und E-Mount mitzubekommen. Und wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Tschüss!